Hey Leute und herzlich willkommen zur dieswöchigen Feuerwerk-Wochenschau. Ja, wir haben mittlerweile schon die 5. Folge in diesem Jahr. Wer die letzten 4 Folgen noch nicht gesehen hat, schaut da gerne mal in die Playlist rein, habe ich euch mal hier verlinkt. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt in dieser Woche. Die Themen sind heute Neuheiten von Funke und Argento, richtig geile Sachen dabei. Und dazu wird auch noch ein weiteres Video kommen. Außerdem haben wir ein riesiges Feuerwerk in Essen und einen Bericht vom Zoll, in dem über 100 Kilo illegale Böller sichergestellt werden. Also würde ich sagen, starten wir auch direkt rein. Und dann starten wir auch mal rein mit dem allerersten Thema für diese Woche und das sind die Neuheiten von Funke und Argento. Da haben wir richtig geile neue Artikel, kreative Neuheiten, die wir so noch gar nicht gesehen haben, neue Raketensortimente, neue Chargen von Funke-Batterien, auch eine Funke-Batterie, die wieder zurückgekehrt ist und zwar die wirklich unglaublich beliebte 30mm Fächerbatterie The Wall. Da gibt es jetzt eine neue Charge, das ist unglaublich geil. Wir haben neue Fontänen, zum Beispiel die 1000 Rubine, 1000 Kristalle, 1000 Smaragde. Wir haben drei Schlagschocken. Bombenrohre in 30mm von Funke, geile neue Verbünde, fette F3-Raketen, die neu sind und einiges an neuen Chargen, auch Bengalfeuer dabei, alles von Funke und von Argento haben wir nochmal neue Raketensortimente und zwar das Apollo-Raketen, Delta-Raketen und die Atlas-Raketen. Wir haben Bengalfeuer mixed, wir haben eine neue Fächerbatterie, eine richtig kranke Salut-Batterie, also das solltet ihr auf jeden Fall reinziehen und wenn ihr schon gehypt auf den ganzen Stuff seid, könnt ihr euch den natürlich mal selber angucken auf dem Kanal. Oder ihr wartet einfach, denn diese Woche werde ich dazu ein kleines Ranking machen. Ich werde mal so gucken, was die besten Neuheiten schon für dieses Jahr sind. Also falls ihr darauf gespannt seid, definitiv mal die Glocke aktivieren, damit ihr das Video nicht verpasst. Da kommt auf jeden Fall nächste Woche ein Top 10 Video von den Funke-Neuheiten auf euch zu. Und kommen wir direkt mal zum nächsten Thema. Das ist von den Kieler Nachrichten ein relativ lustiger Artikel, würde ich mal sagen. Er hat leider eine Paywall, aber das, was wir sehen, das grenzt schon wieder an das, was wir vor Silvester hatten. Wir sehen hier einen Artikel, Zoll stellt bereits hunderte Kilo illegale Böller sicher. Der Artikel ist schon ein bisschen älter, vom 29. noch, aber ich habe ihn jetzt erst entdeckt und deswegen dachte ich mal, nehme ich ihn auch jetzt erst in die Wochenschau rein. Wir sehen hier nämlich diesen Artikel, in dem angeblich hunderte illegale Kilo Böller sichergestellt wurden und sehen wir ein Beispielbild darunter. Auf jeden Fall sehr passend gewählt, Kieler Zeitung. Funny Bombs von Weco, die F1 Tischbomben, die das ganze Jahr verkauft werden. Auf jeden Fall gehen da erstmal Props raus an den Praktikanten, der hier das Bild ausgesucht hat und die Tischbomben, wer kennt sie nicht, mit 5 Gramm BKS aus Polen, ganz illegal nach Deutschland eingeführt. Ja, also ich weiß auch nicht, wie sowas passiert, aber egal, war auf jeden Fall mal ganz lustig. Kommen wir zum nächsten Artikel und zwar riesiges Feuerwerk in der Innenstadt gezündet und zwar war das in Essen und wir haben hier auch ein Video und auf dem Video sieht man einfach nur ein absolut riesiges Feuerwerk, das sieht richtig krank aus. Soweit ich weiß, müsste das von den Ultras in Essen gezündet worden sein. Anlässlich des 115. war das, glaube ich, Geburtstag von Rot-Weiß Essen, also die Fußball-Fanszene da, die so ein bisschen extremer sind, haben das auf jeden Fall gemacht. Was ich da nur sagen kann, richtig geiles Feuerwerk. Wir sehen hier richtig schöne Weißblinker, rote Sterne, Krosett, Fallschirmraketen, fette Heulbatterien, sieht ein bisschen nach Tropic aus, also ordentlich was dabei. Ein richtig krankes Feuerwerk, einfach mal illegal unterm Jahr zünden kann man auch mal machen. Die Verantwortlichen wurden auf jeden Fall noch nicht gefasst dafür. Ist eine ziemlich interessante Aktion, würde ich sagen. Auf jeden Fall kann ich das natürlich jetzt nicht so unterstützen, weil illegal ist natürlich nicht so geil. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt in Essen gewesen wäre, ich hätte es mir schon gerne mal reingezogen. So ein fettes Feuerwerk einfach mal random am 1.2. auf der Straße. Das ist schon irgendwie ganz geil. Was sagt ihr zu der Aktion? Feiert ihr es und habt ihr vielleicht was mitbekommen? Schreibt es wie immer gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, ihr könnt mir auch immer über Insta Themen für die neue Wochenschau reinschreiben, da werde ich immer in meine DMs gucken. Also falls ihr noch irgendwas habt, Anregungen, Artikel und so weiter, gerne damit ab in die Instagram-DMs. Genau, kommen wir schon zum letzten Thema für diese Wochenschau. Wieder ein bisschen kürzer, aber wir kennen es schon, unterm Jahr nicht so viel los. Trotzdem ganz nett, wir haben mal wieder Mr. Büromanager in der Wochenschau drin, eigentlich schon fast wöchentlicher Gast hier und zwar ein Experiment kommt heute online, leider zu dem Zeitpunkt noch nicht online, wo ich das hier aufnehme, aber jetzt, wo das Video quasi auf meinem Kanal online ist, könnt ihr euch das auch bei Mr. Pyromanager anschauen, verlinke ich euch jetzt mal, es ist ein Feuerwerkexperiment, Aquarium versus Feuerwerk, das erste Experiment von Mr. Pyromanager, wie gesagt, so in die Richtung von Johnny Hunt. Thumbnail sieht auf jeden Fall wirklich interessant aus. Ich bin sehr gespannt auf das Video und werde es mir definitiv, wenn es dann draußen ist, einmal reinziehen. Und dann war es das auch schon wieder mit dieser Woche. Folgt mir gerne auf Instagram für
tägliche Stories. Ich habe jetzt seit Silvester komplett durchgezogen. Da drüben gibt es auch einen Countdown, habe ich auch schon mal in der ersten Wochenschau gesagt. Jeden Tag wird da ein Bild gepostet, wie viele Tage es noch bis Silvester sind. Es wird immer kürzer und wir haben schon einige Tage geschafft. Und damit würde ich sagen, lasst doch gerne ein Abo da, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Haut rein und ciao. Bis zur nächsten Woche.